Okay. Also wir stehen hier nach wie vor in dieser wunderschönen Sonne. Die Mittagspause ist gerade vorbei. Wir zwinkern hier so ein bisschen rein und ich habe hier zwei junge Herren, die sich gerade kennengelernt haben. Okay, wer seid ihr und wo kommt ihr her? Ja, ich bin Jan und ich komme aus Borkum und unterrichte da an der Inselschule Borkum Mathematik, Deutsch und Naturwissenschaften im Allgemeinen. Ich bin Max und komme von der Klettgruppe aus Stuttgart. Ah, okay. Wie kam das? Wie habt ihr euch kennengelernt? Gerade beim Kaffee. Aber ich hörte auch, euch verbindet etwas. Tatsächlich, also wir kommen beide in gewisser Weise, Jan unterrichtet auf einer Insel. Ich habe auf einer Insel Abitur gemacht und darüber haben wir uns ganz gut unterhalten. Und wir haben festgestellt, dass wir beide zum Exciting Edu-Kongress gehen in Berlin. Ja, das ist sehr toll. Ist es euer erstes Barcamp oder habt ihr schon Barcamps besucht? Das ist mein erstes. Ja. Barcamps allgemein schon, aber hier in Köln bin ich jetzt das erste Mal. Ja. Das Thema, wie seid ihr auf die Idee gekommen, zum Digital Education Day zu kommen? Was beschäftigt euch gerade besonders? Naja, grundsätzlich ist die Schule ja im Wandel und es ist ja nicht nur digital, was der Wandel ist, sondern grundsätzlich der Unterricht verändert sich und das kann man natürlich digital sehr gut unterstützen, da passt es ganz gut zusammen. Und ich denke mal, hier in so einem Format kommt man ganz gut in den Austausch, wie sich hier gezeigt hat. Man kommt auch gut ins Gespräch. Die Sessions an sich sind auch eigentlich mehr oder weniger nur Impulse, um hinterher nochmal ins Gespräch zu kommen. Das finde ich eigentlich sehr positiv. Und die Fragen stellen wir uns natürlich auch im Verlag. Also welche Inhalte werden einfach gebraucht in Zukunft und was sind irgendwie neue Unterrichtsentwürfe, die funktionieren und die halt pädagogischen Erfolg bringen. Mhm. Welche Sessions hattest du besucht und was hast du da so mitgenommen? Ja, ich habe erstmal selbst eine Session gehalten, das iPad als Interactive Whiteboard-Ersatz, Anfangslösung. Da ging es halt darum, wie kann man starten, ohne jetzt groß interaktive Whiteboards anzuschaffen, die total kostenspielig sind. Wie kann man es praxismäßig schnell, kostengünstig umsetzen? Ich habe vom Medienkompetenzteam NRW Ähnliches gehört, wie man einfach Tablet-Unterricht in den Grundschulen macht, wie man die Tablets organisiert, wie man so ein Medienkonzept schreibt und wie man dann tatsächlich auch Unterricht mit Apps macht. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Und dann habe ich im ersten Vortrag habe ich mir Virtual Reality angeschaut und zwar hat ein Lehrer von der Schule gerade drei Virtual Reality Brillen sich beschafft und hat erklärt, wie er jetzt Unterricht damit machen will. Das war irgendwie ganz spannend. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Ganz kurz noch die Frage, wie viele Schüler unterrichtest du denn auf Borkum? Ja, die Schule an sich hat knapp 300 Schüler. Also wir sind durchgängig zweizügig von der 5. bis 10. Klasse. Das ist gar nicht so klein, wie man sich das am Anfang immer vorstellt. Herzlichen Dank euch beiden. Viel Spaß noch. Und wir haben uns eine kleine Geste für den Schluss ausgedacht. Und deswegen würde ich euch bitten, in die Kamera sozusagen mal mit einer Hand jeweils das Victory-Zeichen zu machen. Dann haben wir nämlich die 4 in der Kamera. Zwei Ringe. Ja.